Eine der berühmtesten Pastasoßen ist das Pesto, das aber genauso wunderbar zu Fisch, Suppen, Risotto oder Gemüse passt und auch ganz leicht variiert werden kann. Rösten Sie als erstes Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl goldbraun. So entfaltet sich das feine Nussaroma vollständig. Auch Mandeln oder Walnüsse können Sie sehr gut für ein Pesto verwenden. Die gewaschenen und trockengeschüttelten Basilikumblätter abzupfen. Als nächstes die Knoblauchzehen schälen. Reiben Sie den Käse, am besten Pecorino oder Parmesan, auf der Käsereibe fein. Nun können Sie das Pesto entweder im Mörser zerstoßen oder einfacher und schneller im Blitzhacker zubereiten. Geben Sie die abgezupften Basilikumblätter, die abgekühlten Pinienkerne und die Knoblauchzehen in den Hacker und mixen Sie alles klein. Jetzt das kaltgepresste Olivenöl zufügen und zu einer feinen Paste pürieren. Aber nur so lange wie nötig, ansonsten wird die Soße zu warm und schmeckt bitter. In eine Schüssel füllen. Und den Parmesan unterrühren. Sie können die Soße beispielsweise auch mit Petersilie, Rucola oder Bärlauch variieren. Oder probieren Sie doch mal Pesto Rosso mit getrockneten Tomaten. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken und am besten gleich unter frisch gekochte Pasta mengen und servieren. Für einen späteren Gebrauch im Kühlschrank aufbewahren. Mit Olivenöl bedeckt hält sich das aromatische Pesto bis zu 2 Wochen.